Hallihallo, hier ist der Gusor und der muss an seinem iPad vorbeigucken, aber das kriegen wir hin. Also, folgende Sache. Ich bin wieder im Clash Royale unterwegs und ich habe ja jetzt in der letzten Folge halt megamäßig verkackt. Also richtig hart, irgendwie wieder Pokis gedroppt ohne Ende. Und ich will einfach nochmal wirklich gucken, ob es halt wirklich ja am BlueStacks liegt, weil ich bin halt wirklich hart der Meinung, dass das der Fall ist. Und jetzt gucken wir mal, auch wenn es für mich ein bisschen schwieriger ist, jetzt hier so mit der Hand so, oder ich mache es wirklich mit links. Aber ja, sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach so aus, als würde es halt echt am BlueStacks liegen. Also man ist halt echt mit BlueStacks schlechter dran. Gucken wir mal. Na, nee, ich opfere die Hexe. Ich opfere definitiv die Hexe, um hier ein bisschen Action in die ganze Sache zu bringen. Gucken wir mal. Jetzt sind die hier so ein bisschen beschäftigt. Ja, sehr nice. Ha, erstmal sein Haar ist sehr geil. Dann weiß ich nämlich schon mal, dass er definitiv Kobolde in dem kleinen Fass zu stecken hat. Das ist natürlich definitiv ein Vorteil für mich. Komm bitte ran, kleine Walküre. Ich sag's immer wieder. Kleine Musketierin, komm bitte ran. Und lass uns Spaß zusammen haben. Jetzt komm, drop da noch ein paar Truppen. Nee, schade, leider nicht. Da setzt du einfach mal ganz dreist eine Walküre dahin. Okay, Junge, okay. Beim nächsten Mal nicht mehr. Jo. Ja, sehr geile Lucky Action. Auf jeden Fall. Gucken wir mal. Aufhalten mit den Skeletten noch, dass die Barbaren nicht gleich an den Turm ranrennen. Jo, sollte passen. Und jetzt hier noch die Skelette. Oh, meine Nase juckt, Alter. Es geht gar nicht, Alter. Gut abgewehrt, aber wir sind noch gleich. Ah, oh, toll. Herzlichen Dank, Dummerchen. Na, was heißt Dummerchen? Er hat es ja clever gemacht. Brauchen wir uns nichts vormachen hier. Zum Setzen der Truppen brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Sieht jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz so fail aus wie früher. Weil das stimmt schon, da habe ich. Ja, komm, bitte, bitte, bitte. Jo, direkt rein ins Gesicht, Alter. Richtig. Directly in the face from the Gegner. Das ist natürlich schön. Das wollen. Ja, genau. Komm, killt den Turm. Ja, du denkst auch wirklich, ich habe keine Skelette oder was? Junge? Ja, komm, hier Musketieren. Ah, mit den Pfeilen kann man definitiv besser abwehren. Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich. Kommt bitte noch ein bisschen was. Dann kann ich nämlich den Feuerball hier droppen. Eieieiei, ah, scheiße, scheiße, ich habe nichts da, ich habe nichts da. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Und das gegen einen Sechser, hallo, geht gar nicht. Ich will in dieser Folge auf 1400 kommen. Und ihr spult bitte nicht nach vorne. So zum Ende, scheiße, hat er doch nicht geschafft. Ja. Da habe ich mir was vorgenommen, ey. Hört auf, ey. So. Ich hoffe, meine Stromversorgung hält das durch, weil der Akku hat nur noch 21% oder sowas. So, kommt hier. Mega-Kombo. Kamehame. Guzuwayah. Ah, nee, das bringt gar nichts mit den Luckys hier. Gegen die Luckys. Sie sind aber schon mal geschwächt. Kommt hier. Meine Luckys. Aber ich meine, er hat mir schon wieder was abgezogen. Ah, ich. Nee, heute, vielleicht ist heute auch einfach nicht mein Day. Könnte ja auch sein. Einfach mal kein CR-Day oder sowas. Könnte ja sein. Und jetzt blitzt er. Nein! Yes, ja! Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist eigentlich auch keine Kunst. Bitte, bitte, bitte! Oh, ich könnte mich töten, ey. Wirklich. Da, sonst droppt man immer zu früh und dann, ja, den habe ich verschenkt. Den habe ich einfach wirklich verschenkt. Ihr seht halt wieder Emotionen pur hier beim Gusor.
Das ist einfach, das war total für den Hintern, also richtig für den Sack. Wenn man den Sack am Hintern hat. Komm, ich muss der Erste sein, dass er kontern muss. Weil sonst fängt der ja auch wieder an, bei mir anzugreifen. Na, da konnte man schön die Pfeile setzen. Aber ganz ehrlich, wenn die alle so schön nach und nach in der Schlange kommen, dann tun die mir natürlich auch nicht weh. Muss man auch dazu sagen. Jetzt kommen hier noch andere Luckys von ihm. Die sind natürlich nicht so nett. Aber ich komme mit der Hexe. Und seine. He Oh, er kommt im Schwein. Alter, was hat er denn jetzt hier noch am Start? Er hat noch einen Prinz? Aha. Nice to know, Junge. Nice to know. Mal gucken, wer schneller oder wer mehr durchhält. Es könnte jetzt auch sein. Ich will nicht zu viel riskieren. Alter, er hat meinen schon so gut wie down gekriegt hier. Ja, ich muss wieder wechseln. Ich muss definitiv auf die Pfeile wieder wechseln. Weil es gibt einfach wirklich zu viele Sachen, die halt Hardcore-mäßig so reingehen. Ah, oh, ich kann nicht defenden jetzt, wenn er jetzt kommt. Ja, wenn er jetzt kommt, dann hat er, glaube ich, komm jetzt alles rauf. Richtig eskalativ. Ihm einen vor den Bau geben. Nee, das schaffe ich nicht. Alter, ich muss definitiv die. Ja, doch, oh, aber auf jeden Fall die Pfeile rein. Auf jeden Fall. Also Feuerball raus und dann sehen wir weiter. Kleinen Moment, ich gebe jetzt hier erstmal Saft drauf. Junge, Strom! Strom, Junge! So, jetzt öffnen wir eine Kronentruhe. Und ich glaube, das wird hier eine richtig lange Story. iPad erstmal sichern, so ein bisschen. Gewittert was hier? Hoffe ich mal. Zack, Juwelen gibt's. Ritter gibt's. Bombenturm. Barbarenhütte. Und der Rest ist uninteressant. Hallo. Hallo. Gucken wir mal rein hier. Also 1400 müssen definitiv wieder drin sein. Nein, ja, ich habe das Deck nicht geändert. Oh, ich bin so ein Untoller. Ah, ich könnte mir. Komm, hau raus, Junge, hau raus. Oh, gleich die Hexe hat ja richtig in die Fresse bekommen. Aber trotzdem, die. Müssen definitiv, die Pfeile müssen definitiv wieder rein. Von der Range ist das wirklich um einiges besser. Ja, genau, jetzt hau noch Wut rein. Hau einen Wut rein, Junge, hau den einfach mal rein. Genau, und mach mich mit der Hexe noch fertig, die eigentlich schon gar keine Leben mehr hatte. Und jetzt haut er mir die Pfeile vor ins Gesicht, wa? Das wäre natürlich mega. Ja, wenn man wirklich, wenn man auch nur die kleinen Kobolde am Start hat. Aber die bringen halt doch ein bisschen was. Hexe? Ah, schade, ein bisschen zu früh gedroppt, die Hexe. Das hätte besser klappen müssen. Weil denn wir hätten hier natürlich die Musketiere natürlich noch schön was abbekommen hier. Ja, genau. Freeze mal noch schön meinen Tower hier. Ich bin dann immer gewollt, noch mehr Truppen zu setzen, dass sich das halt lohnt. Aber das geht dann natürlich schnell auch nach hinten los. Ja, sehr nice. Das sollte hier jetzt passen, auf jeden Fall. Ja, war ja klar. Aber die haben. Komm. Und jetzt noch schön die Musketiere erwischen. Yes, jo, Alter.
Hier habe ich dir gezeigt, wo der Frosch seine Fu-King-Locken hat, Alter. Und die hat er direkt hinter seinen Hinterbeinen versteckt. Und jetzt haut er garantiert einen Freeze rein wieder. Ach, ist ihm der Freeze ausgegangen oder was? Das wäre ja richtig episch. Junge, ich sehe gerade, da kriegt einer aufs Maul. Da kriegt einer gerade richtig eine Packung ab, Alter. Komm, ja, kommt. Killt ruhig die Musketiere und da weg seid ihr. Ja, okay, das passt. Das Ding ist, die Messe ist gesungen. Hier mal ganz easy kurz mein Deck abgeändert, wieder in diese Original, in diesen Originalzustand, wie es halt lief bei mir. Ich bin ein klein wenig gespannt. Hexe. Ja, er droppt Luckys, passt. Ich würde am liebsten warten, bis er noch was. Ja, genau. Bis er noch was droppt und dann die Pfeile halt eben doppelt nutzen, klar. Ich muss sagen, vor dem Magier habe ich echt Angst. Vor dem habe ich Angst. Richtig fett Angst. Aber das ging ganz gut, aber war auch nur eine Verteidigung. Mehr war das hier nicht. Und ich weiß noch nicht, was ich genau habe. Genau, ich weiß noch nicht, auf was ich mich einlassen muss. Okay, also er ist wieder so ein kleiner. Aber vor den Bombentowern habe ich nicht so Schiss. Das passt eigentlich. Das ist längst nicht so krass wie der X-Bow. Was sagt ihr dazu? Das würde ich gerne mal wissen. Ein bisschen Glück gehabt auf jeden Fall. Mal gucken hier. Wenn die Luckys gerade mit den Skeletten beschäftigt sind, könnte das sein, dass ich da 500 klar machen kann. Ganz genau. Ja, schön den Bomber mit reinnehmen. Ganz genau. Dann kriegt er auf die Fresse und kann gar keinen Hit mehr produzieren. Sehr geil. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt natürlich mir was vorgenommen. Ich muss ja auf die 1400, sonst geht das Video hier nicht zu Ende. Ich sehe mich schon in einer Stunde noch angreifen und aufnehmen. Ah, ich hätte die kleine Horde nehmen müssen. Ja, genau, klar. Er ist ja nicht doof. Die wird natürlich gleich weggeäxt. Klar, wenn man da schön eine ordentliche Masse an Luckys gleich an den Start bringen kann, macht man das natürlich gerne. Scheiße, Alter, hat der noch einen Hock? Komm, egal, ich will den Magier auch loswerden. Ja, war, glaube ich, das Beste, was ich jetzt machen konnte. Die Hexe ist da total fehlgedroppt. Alter, der Wut ist so heftigst. Kann ich das riskieren? Ich lasse ihn jetzt kommen. Hau jetzt doppelt Minions rein. Pfeile ihn hier weg. Und hol mir da eventuell noch schnell kurz den Tower. Alter, da freest er meine Babys. Aber da hat er. Ah, Scheiße, und da hat er die Pfeile wieder. Ah, so ein Sack, ey, echt. Schade. Das war auch. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's. 100 Pokale. 100. Jo. Das kriegen wir hin, glaube ich. Das sollte ganz nett. Ich glaube, das war gar nicht so eine schlechte Combo. Das sollten wir auch noch gut canceln können hier. Da bleibt nicht viel über. Ganz genau. Hashtag läuft. Jo, da haben wir die Kobis am Start. Jo. Ah, das läuft ja auch ganz super. Eieiei.
Schnell die Luckys. Vorteil halt wirklich, der Ballon muss halt wirklich erst an den Luckys vorbeifliegen. Das ist richtig geil. Komm, hier wollen wir gleich. Der hat 81 Hitpoints, das weiß ich. Also die Pfeile. Habe ich nämlich heute nachgeguckt, als ich dann mich clevererweise für den Feuerball entschieden habe, wo ich jetzt aber dann auch gemerkt habe, dass da total gay war. Aber so ist es halt. Ausprobieren, testen. Ah ja, läuft, läuft nicht. Komm schnell. Wenigstens nur ein Hit oder so. Ah, sechs Luckys. Eieieiei. Ja, okay, ging noch. Ging noch, aber wenn man dann denkt, ach naja, da passt schon, die krieg ich schon alle hin, dann greifen die doch ganz schön hart an. Boah, da habe ich eigentlich nicht so viel Angst vor, aber die Luckys, da kann natürlich das Skelett dran vorbeilaufen. Das geht natürlich, wenn ich eine Skelettarmee setze, nicht. Muchas gracias. Ja, geiles Ding, geiles Ding. Geile Pfeile. Bäm, Junge, bäm. Was möchtest du damit machen, Junge? Was dachtest du, was ich da habe? Nee, das lassen wir jetzt mal hier richtig aufkochen, weil den Kochen war jetzt nämlich mal richtig weich. Junge. Nicht genug Alex, ja genau, Junge. Nicht genug Alex. Ich gebe dir gleich Alex direkt. Egal, komm. Ich würde es jetzt sogar riskieren und sagen, komm hier. Take whatever you want. I wanna get your Crown Tower. Nee, 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 den kriege ich leider nicht. Aber trotzdem, immerhin, war kein Freestar, aber genug Pokis soll es trotzdem geben. So, weiter geht's. Ich hier 24. Oh, 76 noch. Ich will nicht verlieren. Tweak mal schon mal zur Ablenkung. Ah, gut, okay. Der wird garantiert noch richtig stark, genau, richtig stark drüben angreifen. Und da muss ich natürlich jetzt auch kontern. Sonst geht das nach hinten los, wenn ich da jetzt gar nichts rauswerfe. Ja, Drache fast down, sehr gut. Aber jetzt muss natürlich noch mehr gehen. Ich denke, ich entscheide mich für die Skelette. Alter, der hat mich ganz schön. Alter Verwalter. Ganz schön krass. Jetzt muss ich wirklich erstmal defenden. Erstmal Hardcore Defending. Vorher läuft da gar nichts. Naja, immerhin. Mist. Dafür hätte ich natürlich dann die Pfeile gebraucht. Der geht down. Der geht down, ganz klar. Ist er down gegangen? Aber ich habe ein paar mehr Truppen, beziehungsweise ein bisschen mehr Elix, denke ich. Oh, ich glaube, ich lasse ihn erst kommen. Ich lasse ihn kommen. Mal gucken, was er bringt hier. Sehr geil, sehr geil. Er ist komplett. Er konnte meinen Truppen gar nichts anhaben momentan. Und meine sechs Luckys kommen da jetzt auch noch an. Und jetzt muss er halt gucken. Kann er sie wegfeilen? Kann er sie nicht wegfeilen? Nicht genug Alex. Jetzt hat er dafür wieder natürlich Alex ausgeben müssen. Und ich warte, glaube ich. Oder knall ich den jetzt? Doch, komm hier. Komm. Leute, kommt, da kommt das Fass, das riskiere ich. Eventuell kann er nicht mehr kontern. Oh, knapp. Kommt. Nicht zu viel wollen. Guten Konter setzen. Und dann sollte es das gewesen sein. Aber ich meine, es ist auch nur ein Sechser. Jo, läuft. Vierunddreißig plus.
42 fehlen noch. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Ich habe noch nie so gekämpft, um auf 1400 zu kommen. Andere sagen, ey, so eine Scheiße, Alter. Was tut der sich da für einen Stress an? Ist da total easy. Kennt er den Gusua nicht? Der kämpft bis zum Getno. Auch wenn es gar nicht zu kämpfen gibt. Jetzt weggefeilt, hundertprozentig. Na, immerhin, immerhin. Hey, Junge. Junge, es sind 400 knapp. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Na komm, schnell die Walküre noch killen, dass der Magier, ja genau, dass der jetzt von dem Turm gut einen auf den Sack bekommt. Ja, nee. Aber ich will die Musketiere nicht einfach so ins Verderben rennen lassen. Aber muss ich wohl. Jo, sehr gut gekontert. Passt. Und entweder er blitzt die mir jetzt da weg, beziehungsweise feilt die mir da weg. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Angst vor dem Magier habe? Ich werde die Hexe nehmen. I'm gonna take the Hex, da Witch. Alter, jetzt hat der. Alter, wo der die ganzen Troops herbekommt, Alter. Wo der die ganzen Troops herbekommt. Kranker Scheiß. Gleich kommt der Boost. Ich habe es gewusst. Ja, okay, der war schlecht. Ich weiß, der war schlecht. Alter, hat der die mir einfach weggeblitzt? Nun komm doch mal, mach den doch kalt, Junge. Ist das so schwer auch nicht? Alter, was geht denn, Alter? Komm, Junge. Zieh doch mal am Leder. Oh, jetzt kommt er mit seinen Scheißtruppen. Oh, ey, Alter, ich verliere. Komm, bitte. Bitte, hab nichts zum Kontern. Oh, es gibt's nicht. Ja, komm, lass stecken. Also ich sagte ja bereits, die Folge wird länger. Oh komm, gib die Pfeile frei, Junge. Ja, davon sollte sie sich befreien können, aber... Ah, das ist eine Scheißnummer, echt. Ohne Witz. Und jetzt merke ich auch wieder, der Ton leckt. Also sprich, ich hab's... Oh, ganz einfach. Ich nehme die raus. Ich nehme die raus, weil ich halt wirklich merke, der Ton ist halt total versetzt. Und dann hast du halt effektiv wirklich die Truppen schon... sind schon gesetzt und der Ton kommt später erst. Dann denkst du, oh, okay. Kommst halt echt durcheinander. So, dann kann ich natürlich das nehmen und den da rein. Ich hau das jetzt einfach mal so ein bisschen versetzt hin. Dass wir ihn hoffentlich ein bisschen was. Genau. Na, siehst du, ein bisschen was hat es doch gebracht. Und meine Hexe hat auch relativ lang gehalten. Passt. Ah, komm, komm ran, du Hexe, Mann. Dafür bist du da. Geh mal an den Turm ran hier.
Ah, gut, gut, dass es die. Oh, was, Alter? Hat er einen Wut, Alter? Ich glaub's nicht. Na, dann 500 locker weg. Locker. Ganz klar. Ah, ich könnte heulen, Alter. Gibt's sowas? Jetzt kommt gleich der Boost. Komm, komm. Am besten noch direkt welche im Flug. Wäre noch geil gewesen, wenn er im Flug sogar noch welche gedroppt hätte. Ah, das wird wieder mit dem Wut ganz schön harte Sache hier. Schnell. Ja, genau, spiegelt da erstmal eine Hexe. Oder naja, sie muss nicht gespiegelt gewesen sein. Könnte auch eine einfache gewesen sein. Oh, I hate you, Alter. Alter, wo kriegt er die ganzen Truppen her, Junge? Alter, und dann hat er sogar noch den Wut wieder, ey. Das gibt's doch nicht, Junge. Natürlich hat er einen Schweinereiter, ist doch klar. Und er hat garantiert auch wieder einen Wut dabei. Weil ohne den läuft es ja nicht bei ihm. Alter, ich wundere mich echt, wo der die Truppen herzaubert. Komm, rennt mal alle in mein Pfeil. Genau. Und jetzt chillen. Ja, chillen. Chillen und grillen, Alter. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn ich da einfach noch einen Unentschieden raushole. Das würde mir auch definitiv reichen. Definitiv. Ja, Kampf vorbei. Oh, Glück gehabt. Oh. Krasses Pferd auf jeden Fall. Das haben wir schon gelesen. Also geschafft haben wir, glaube ich, in der halben Stunde hier jetzt noch gar nichts. Alter, ich habe schon wieder Angst vor dem Magier. Hardcore-Angst. Weiß nicht. Nee, ich. Ah, ja, toll, jetzt hat er da. Nun komm. Zack, weg. Alter, ist das viel. Ich glaube, Minions. Aber ich will den Wut nicht nehmen. Echt, aber ich meine, wiederum bei COC wollte ich den Wut auch nicht nehmen. Und danach saß ich da. Yeah, Wut läuft. Boah, schlimmstes Ding ever. Aber jetzt wieder aufhören. Eine Runde chillen. Hexe kurz schon mal setzen, dass die schon mal bereit ist. Komm. Ja, das war ein Fehler von ihm, meiner Meinung nach. Weil ich damit den Magier in meinen Bereich des Bogenturms geholt habe. Ja, nicht genug Elixier. Ich hab's doch verstanden, Junge. Sehe ich gerade, dass ich aufgeholt habe? Nee. Schöne Dinge, ey. 900 Punkte in Flensburg. Komm, ja, haut weg, haut weg. Egal. Ich defende mit Luckys. Und gucke, was er mir bringt. Ah, okay. Habe ich gerade gesehen hier, ich muss. Alter, komm. Los.
Jetzt hier mal richtig Truppenspamming. Alter, wenn der mit den Barbaren kommt. Eieieiei. Komm, Hexe, Hexe, zieh, 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 zieh. Noch ein bisschen mehr. Na, da kann sie. Der Turm hält noch was aus. Aber hier, der rechte, nicht mehr von mir. Der auf keinen Fall mehr. So. Ich hoffe. Nee, die Luckys krieg ich. Ah, okay. Er würde nur ein Unentschieden. Ja. Alter. Alter. Ja, da ging mir echt der Stift. 33. Kommt. Ich hab's euch. Ich hoffe wirklich, ich brauche nicht zu. Also länger als eine Stunde wird das Video nicht. Dann breche ich ab. Aber ich hoffe es mal halt, dass das passt. Ja, komm, ich will nicht. Ja, ich habe sie fail gedroppt. Aber ich wollte die halt nicht verschwenden. Sitzt man oft genug da? Ja, toll. Verschwendet. Nicht genug, klar, verständlich. Ah, sehr nice. Alter, sehr nice Attack. Sehr nice Attack. Hossa die Waldfee, Alter. Ja, genau, Alter. Die Daumen schneide ich dir gleich ab, Junge. Ja, okay, mit dem Riese. Aber, ja, okay. Ja. Hinterm Riese kann er natürlich alle Truppen aufstauen. Und dann stehe ich auf einmal da. Ja, toll. Oh, komm, 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 Junge, Junge, mach, zieh! Alter, gibt's so. Alter, ich hau dich kaputt, Alter. So schlimm, so schlimm. Das sind drei Elex. Echt, ohne Witz, drei. Ja? Und dann dauert's 7,5 Minuten, Alter. So. Zack, ran da. Gut, läuft. Okay, nur noch defenden. Nur noch defenden, passt. Und nichts anbrennen lassen. Ganz, ganz gechillt gucken, was er jetzt raushaut. Beziehungsweise wo. Ja, komm, hier eine chillige Hexe hingeballert. Dass das nicht noch was auf meinen Turm gibt. Wirklich ganz, ganz, ganz locker von den Truppen bleiben, dass ich deffen kann. Ja, nee. Alter, ich habe so Angst vor dem Riese jetzt gerade. So Hardcore-Angst, glaubt ihr mir gar nicht. Alter, ist der gerade sogar in einem Rage gewesen? Ich glaube, der war im Rage. So, kommt, 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 kommt. Alter, nochmal so ein Riesenangriff und ich bin geliefert, definitiv. Alter, tut mir doch nicht weh. Ich muss die Pfeile behalten, weil wenn er nochmal mit einer Armee ankommt, habe ich ein Problem. Genau, das war das Ding. Das war das Ding, was er jetzt falsch gemacht hat. Und somit habe ich jetzt Luft und kann. Alter, ja, danke dir, Junge. 36. Ja, oh, ich hab's geschafft. Ich bin im Zaubertal wieder. Halt's Maul. Fick die Henne. Nee, sagt man nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Alter, das war's. Also, der Guzo braucht 35 Minuten für 100 Pokale. Scheiße. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe ich. Wenn nicht, dann egal. Ich hatte Spaß. Das war's von mir. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.